Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Company of Heroes 3. Wir sind im Hauptmenü und nicht in der Runde selber, aus einem ganz speziellen Grund. Ich hatte ja meine Erstmeinung und meinen ersten kleinen Spielemarathon, sag ich jetzt mal, hochgeladen und das waren halt die kompletten ersten Folgen, um mir halt über das Spiel erstmal eine kleine Meinung zu bilden, alles anzusehen, ein bisschen rumzuprobieren, Kampagne zu starten und so weiter, ne? Aber es gab hier und da ein paar kleine Fehler, ich hatte auch einen riesengroßen Bug, allein schon mit dieser komischen Crew, die im Wasser festhing, hatte dadurch das Spielgeschehen alles ein bisschen langsam, ein bisschen weniger, vor allem, weil mir doch eine Crew gefehlt hat und irgendwie war dadurch halt alles so ein bisschen kaputt. Jetzt habe ich gewartet, bis ein Update rauskommt, das kam vor 3 Tagen, das war auch das größte Update, was ich denke mal Company of Heroes sehen wird. Schaue ich mal eben ganz kurz mit euch zusammen an. Ich weiß nicht, ob ich das einfach hier und dann auf Community nachgucken kann oder so. Aber wir schauen mal ganz kurz rein. Nicht Statistiken, ich wollte nur auf Company of Heroes 3 drauf gehen. Wie mache ich das am besten? Gehe ich mal bei mir auf Spiele drauf? Und dann werde ich wahrscheinlich nur Auflistung sehen, ne? Und nicht die Updates. Ach, ist auch egal. Ihr könnt es euch selber angucken. Vor 3 Tagen gab es auf jeden Fall am 28. März ein riesen Update. Und ich habe das Spiel seit dem Release-Tag nicht angefasst, weil ich halt warten wollte, bis da halt ein riesengroßes Update kommt, damit das alles halt ein bisschen gefixt wird, angepasst wird, bla bla bla. Und es kam jetzt. Und die Patch-Notes sind so lang, dass ich die nicht mal durchlesen kann, ohne mir mindestens 3 Stunden Zeit zu nehmen. Also es ist eine Menge passiert. Und ich hoffe, das merkt man beim Spielen auch. Und ich dachte mir, um das Ganze auch schön ordentlich zu machen, fangen wir das Ganze mit der Kampagne neu an. Und machen eventuell auch einen Schwierigkeitsgrad, der höher ist. Ne, ihr seht ja hier, letztes Mal am 24.02., das war der Release-Tag gespielt, beziehungsweise einen Tag danach, weil ich halt durch die Nacht gespielt hatte. Ne? Wir schauen uns eben ganz kurz nach im Webbrowser. Rentenerhöhung, LKW-Unfall, achso. Company of Heroes 3, Very Hard or Expert. Mal schauen, was die anderen Leute dazu sagen. Okay, hier ist 2015, das ist natürlich Quatsch. Ich meine natürlich bei Company of Heroes 3, bitte. Difficulty Levels. Weil ich hatte meine Kampagne ja auf schwer gespielt. Nicht auf Standard, sondern auf schwer. Darüber gibt es aber noch sehr schwer und extrem schwer. Beziehungsweise einfach nur Experte. Und da ist halt die Frage, wie stark da die Unterschiede sind. Okay, es lädt hier gar nicht im Overlay. Ah, jetzt. Sonst hätte ich kurz den Browser angemacht. So. I've heard there are like 4 to 5 different difficulty levels. In which way do they differ? Apparently the AI is horrible. If you're buying this, you should be doing it for PvP only. Ja, ja, bla bla. Ja, ist auch eine tolle Antwort auf die Frage, ne? Also wirklich, Wahnsinn, Kumpel, Wahnsinn, da hast du einem wirklich geholfen. Junge. So. Change difficulty. Cool, thanks, Techman. I tried Fearless and Veteran for now, being not much of an experienced Company of Heroes player, but I've played Company of Heroes 1 plus 2 campaigns. Veteran seems to be the best spot. Fearless was a bit too much in some of the missions. You cannot change the difficulty mid-campaign, by the way, if somebody had the question. Ja, deswegen will ich auch extra nachgucken, welche dann so angenehm ist und ob sie da starke Änderungen gemacht haben zum vorherigen Teil. Um da das Ganze halt auch angenehmer zu gestalten, aber trotzdem halt nicht zu unfair. Weil bei Company of Heroes 2, wenn du da halt auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad gespielt hast, hat die KI halt ganz simpel und einfach nur gecheatert. Also es ist einfach unmöglich gewesen, da wirklich was zu tun. Wenn du nicht gerade alles krasse ausnutzt und das war Quatsch. Aber ich will ja hier einfach nur eine schöne, schwere Herausforderung, also nicht mal eine Herausforderung, einfach nur einen schönen, normalen, guten Gegner haben. Und nicht einen, der wie so ein kleiner Kacklappen da in der Ecke rumsitzt und entwickelt sich einfach nur abschlachten lässt, ne? You cannot change the... Ah, genau, das sag ich ja schon. Many thanks, been thinking about bla bla bla. Ansonsten hat er hier einen Link dazu gegeben, da gucken wir mal ganz kurz rein. Error, something went wrong, danke. Dann gehen wir halt eine Seite zurück, falls das dann lädt. Jetzt hat er's. Difficulty Level. Auf Heroes 3. Ja, das wollte ich auf jeden Fall wissen, danke. So, ansonsten, sorry, something went wrong. Perfekt. Scheine ich jetzt mal auf Anhieb zumindest nicht so was Krasses zu finden. Ich könnte natürlich jetzt nur hier noch die einzelnen Seiten an durchklicken. Aber meistens sind diese einzelnen Seiten dann mit übelst vielen Werbebannern und was weiß ich nicht zugepflastert. Und Cookies hier, da habe ich gar keinen Bock drauf.
Deswegen machen wir es einfach so. Wir machen das jetzt spontan. Standard finde ich definitiv zu wenig. Schwer hatte ich, fand ich tatsächlich zu leicht. Sehr schwer würde ich, glaube ich, machen. Experte fände ich, glaube ich, schon fast zu heftig. Aber der eine meinte, Veteran, also Experte oder wie auch immer. Ja, ich weiß nicht. Ich schwanke dazwischen sehr stark, ehrlich gesagt. Aber ich tendiere tatsächlich eher zu sehr schwer als zu Experte, weil das stelle ich mir halt sonst vielleicht noch ein bisschen zu heftig vor. Wenn das jetzt natürlich ein... Ach, weißt du was, drauf geschissen? Komplett drauf geschissen. Wir nehmen Experte. So, diese Kampagne enthält einen Prolog, den Sie bereits abgeschlossen haben. Möchten Sie ihn überspringen und direkt zur Hauptkampagne übergehen? Ja, safe, Junge. Hab gar keinen Bock drauf, jetzt hier den Prolog nochmal zu spielen. Es geht mir nur darum, die Base-Kampagne nochmal neu zu machen. Und ich meine, da müssten wir eigentlich links am Meer anfangen, oder? Oder machen die das auch komplett neu? Weil diese ganzen Erklärungen und Tutorials und alles, den Käse brauche ich nicht. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, zum Starten, auf geht's. Ich war da gerade noch ganz kurz ablenkt, sorry. So, auswählen Kampagnenkompanie. Ja, da hatte ich jetzt ehrlich gesagt komplett vergessen, wie, wo, was, weil ich bin ehrlich, ich habe es seit einem Monat nicht angefasst und habe es nur einen einzigen Tag lang mitten in der Nacht gesehen. Also, excuse me, ich werde einiges mal neu durchlesen müssen, aber ist gar kein Problem. Ich bin voll hyped drauf jetzt gerade, bin ich ehrlich, hab richtig Bock drauf. Hoffe, dass viele Änderungen gut waren und dann mal sehen. So, genau, Salerno, so hieß die Stadt, genau, genau. Die US-Spezialtruppenkompanie ist eine Infanterieeinheit, die sich mit den Infanterieabwehr, bla 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 bla. Mit Kommando, Kommandantenfähigkeiten, M29 Weasel, für nahe Kompanien in Echtzeitschlachten. Ja, Luftwaffe ist immer so schwierig. Eigentlich ein cooles Konzept und so, aber die wirken irgendwie gefühlt immer schwächer als andere. So mechanisierte Kompanie, zum Beispiel in Company of Heroes 2 bei der US, war krass. Die Luftwaffe, die Able Company, hatte bei mir schon ein bisschen geschwächelt. Naja. Ansonsten britisch-indische Artillerie. Artillerie ist vielleicht immer eigentlich ganz cool, aber ich glaube, ich nehme einfach die Spezialtruppen. My men are standing by, Commander. Let's hit those Germans where it hurts. And get ourselves to Rome. Our first goal should be to capture Salerno. The port will provide a strong logistical foundation for a measured advance into Italy. We'll need the port, but don't take your eyes off the prize, Norton. We need to push forward while the Krauts are on the defensive. Commander, patience is a virtue. We must ensure our supply lines are robust enough to support General Buckram's quest for glory. Don't worry, Commander. Get me enough airfields, and we'll be in Rome before Norton runs out of his precious supplies. We're approaching Salerno, sir. The port will be crucial in establishing our presence on the mainland. I recommend a troop landing. It will give us the element of surprise. That's horseshit, Clarence. The damn Krauts have been targeting our convoy since we left Sicily. Let the Navy do their thing and soften up the defenses before we send the boys in. How should we proceed, sir? Ja, und ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, wie relevant sind eigentlich diese Entscheidungen? Also, ändern die irgendwas? Oder ist es eigentlich scheißegal, was du nimmst? Weil ansonsten würde ich sagen, yo, Bombardement macht auf jeden Fall meistens Sinn, erstmal schwächen, dann landen. Und, ne? Also, beginnen sie mit einem Bombardement. Auf geht's. That's the right call, Commander. Fire when you're ready. And we'll give those Germans a wake-up call they won't forget. Bombardement vom Wasser aus. Ja, auf geht's. Schön rein da. All ships, open fire. Putz, 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 putz. Oh, ciao. All right, Clarence. We've softened them up for you. So, Strand, Landepunkt. Ich werde mir natürlich wirklich, wie gesagt, viel durchlesen müssen, aber excuse me, ja? So, und dann ab nach Salerno. So, Operation Avalanche. Schlacht beginnen. Ja, ja, und indirektes Dings da, ne? Passt. Ist natürlich jetzt einige Missionen, die sich wiederholen, aber das finde ich auch gar nicht mal so schlecht, ehrlich gesagt. Vor allem auch, um wieder reinzukommen und man merkt dann vielleicht, falls Änderungen vorgenommen wurden, starke so, direkt den Impact davon, als wenn man nur neue Missionen spielt, wo man das halt nicht mitbekommen könnte, ne?
Okay. Ja, die Clips brauche ich jetzt nicht nochmal, ehrlich gesagt. Da könntest du die auch gerne weglassen, ne? Ich meine. Krauts have had plenty of time to set up. We're not sure what they got planned for us, so let's play it safe. We should start by giving the locals a hand in capturing that hospital. Si, Senor, machen wir. Das ist natürlich klar. Und ich versuche ein bisschen schneller zu spielen als die ganzen letzten Male. Something about this doesn't sit right. Could be a trap. Probably is. There's not a lot of cover on the beach. If we run into resistance, those buildings should give us a fighting chance. And we will run into resistance. Okay, die Zoom-Stufe ist immer noch grauenhaft des Todes, aber ich guck mal ganz kurz nach, ob sie da irgendwie eine Option gegeben haben, dass man das machen kann, weil die ist schon wirklich grauenhaft, die Kamera. Eher nicht die Geschwindigkeit davon, sondern eher die Größe von allem. Kann man das irgendwie anpassen? Weil das ist schon wirklich schwierig. Achso, ja, die runtere Eskalierung, die wollen wir nicht haben. Nee, ne? Weil ich bin ehrlich, das ist echt sehr schade. Das ist für mich der mit Abstand größte Punkt tatsächlich, dass alles so nah rangezoomt ist wie beim 90er-Jahre-Spiel gefühlt. Aber, naja. So, machen wir mal hier einfach kurz Dingens. Gewehrgranate, ich muss erst mal komplett reinkommen hier. Keep your heads down. Damn Krauts have a machine gun. Ja, Gewalt, aber links lang. Ich habe auch vorhin die Mission vergessen, komplett, ne? Ich meine, ich kenne auch so ganz grob, was wir irgendwo tun mussten, aber heieiei. So, ansonsten der Rauchgranate, klar, ich weiß, das habe ich schon verstanden. So, zwei und hin. Kurz eine Rauchgranate hin. Der stirbt. Die müssen jetzt auch drauf gehen hier. So. Und rein. Weil die unten sind tot, glaube ich, ne? Wobei, der lebt noch. Könnt ihr den noch erwischen? Bitte. Danke. I got the last one. Jetzt ganz kurz hier eben aufbauen. Du gehst ein bisschen zurück, du gehst vor. So, schön umstellen. Die hält ganz schön lang, die Rauchgranate, wa? Egal, mal kurz Zeit zum Gucken. Durchbrechen, Splittergranate, Haftbombe. Ich habe das komplett vergessen. Alter. Ist generell, weil Computer Furious ist so ein Spiel, ne? Da hast du... Ist nur ein Hinweis, ne? Ich muss das nicht tun, ne? Okay. Safe for now. Let's get set up. Sounds like the Krauts will be ready and waiting for us in Salerno. Ja. All right, men, listen up. You probably heard we're going to. Ja, haben wir gehört. Danke. We can get into a strong position on the other side of the bridge. We'll be able to retreat and reinforce from there. Then we can take the hospital. Was, Munitionsüberschuss verringert die Abkühlzeit von Infanteriefähigkeit um 25% und die Kosten von Infanteriewaffenverbesserungen um 50%. Das klingt schon mal nach einem sehr guten Ding. Machen wir einfach mal. Verbessert global Gewehrtrupps, Pioniertrupps und Bazooka-Trupps mit der Fähigkeit, Sprengladungen und Panzerabwehrminen M6 zu platzieren. Ja. Verringert die Arbeitskraft, Verstärkungskosten? Ja, safe. Ansonsten machen wir einfach nochmal einen schönen Spähtrupp, oder? Ja, warum denn nicht? Captain, move forward. Ja, die Tools habt ihr, aber... Hä, sehen manche Icons anders aus, wie die Drahtschere, oder bilde ich mir das gerade komplett ein? Kann, ist bestimmt eine Einbildung. Ist ja komisch. Scout Squad is ready and able. Ready for deployment, sir. So. Die beiden Spähtrupps. Get ready to jump up. We can't stay here, boys. Say the word, sir. Eager to lead the men to battle. Perfekt. Hotkit funktioniert, danke. Krauts have wired the bridges. Let's get some engineers down there, but keep an eye out for enemy units. They know we're coming. Die Wolf da. Schön.
Und da. Sehr gut. Wir machen es diesmal auch nicht alles auf, ne? Wir gehen diesmal direkt so durch. Passt schon. So, erstmal davor. Der Kommandant stellt sich dahin. Die Schützen gehen direkt hier hinter. Die Schützen stellen sich dahin. Das MG packt sich schon mal gleich hier hin. They want us up front. Das ist korrekt, Kumpel. Double time march. Nicht euer Ernst, Leute. Oh, und das sind Pioniertruppen, hängen alle fest. Ansonsten schon mal ein Nate. Gut. Bumm, Junge. Geht die Banke noch ein bisschen hin und her. Sehr gut. Ein paar Rebellentruppen. Lass die sich drum kümmern. Passt schon. Dann bitte einmal vor. So, das MG haben wir hier. Gut, die gehen wir bitte ganz kurz weg. Schön nur hintergehen, das passt schon. Okay, diesen Trip. Direkt wechseln nach hier oben. Auf geht's. Taking losses. Ja, ja, den einen da passt schon. So, Nate bitte dahin. Na, war nicht ganz so gut, aber ist egal. So, da bitte eine Smoke hin. Du gehst direkt da hoch. Du gehst dahin. Und ihr geht dahin. Da rein. Und ihr geht schon mal da hinten hin. Die Smoke braucht irgendwie leider ewig. Ah, da kommt sie endlich. Ja, die hat ein bisschen zu lange gedauert, ehrlich gesagt. Passt aber. So. Lass uns erstmal ganz kurz ein bisschen ballern hier. Da bitte der Nate. Okay, der ist fast drin. Raffle Grenade out! Putz und tschüss. Bonk. Könnt ihr die nicht irgendwie treffen? Klar, die stehen nebeneinander, sehen sie aber nicht. Das macht Sinn. Okay, die sind auch fast drin. Einmal bitte on-spot gehen. So, und ihr geht oben hin und killt den Mörser. Bitte. Ansonsten hier unten die Leute. Heilen sie sich automatisch hier? Medizinischen Stand bauen. Können wir auch eben ganz kurz machen. So. Ups. Nee, F ist das. Da braucht er automatisch, stimmt, da war ja was. Schön. Mhm. Perfekt, dass ich das jetzt hier alles zurückgezogen habe, bevor es jetzt hier vorne gebaut wurde. Habe ich vergessen. Schön. Okay, der ist auch gleich tot. Ja, super. Hallo, ihr bitte. Alle nach vorne. Oh! Schafft ihr das? Na, es müssen zwei für die Sprengladung. Egal, passt. Bitte nach vorne einmal. Right, that's good. Now we can go after that hospital. Let's get on it. Lass mal stehen, die beiden Dinger, oder? Maschinengewehr und Mörser, lassen wir mal stehen. That's not good. Head to the location. Oh. So, wir gehen direkt hier oben rein. Zu den Beaches.
Hier so außenrum, würde ich sagen, oder? Macht am meisten Sinn. Gefühlt. That gun's gonna cause trouble inland. We should push up the coast and capture it, if we can avoid getting shot. Erstmal was so reingehen, passt schon. Hier geht's rein. Zurück meine ich, sorry. Der Chefy stellt sich bitte hier direkt mit drauf hin. Einen setzen wir da rein, in Trupp. Vorwärts. Yes, sir. Wuhu. Einfach mal ein bisschen pushen jetzt hier. So, den lassen wir einfach mal ein bisschen durchrollen. Einfach ein bisschen Panik stiften. Passt das? Oder ist irgendwo eine richtige Granate? Geht aber, ne? Kurz, Seite getroffen, sehr schön. Wird sie gehen? Phosphorgranate, okay. Weißt du was, das ist auf die drauf. Warum nicht? Gönn dir! Putz! Bong! Na, hat nicht so gut funktioniert, wie ich dachte, aber hey. Passt. Ihr geht da direkt das Ding einnehmen. Nutzen, das passt. MG schießt auch mit drauf. Sehr ordentlich. Dann gehen die aber direkt mal da rein. Oder setze ich so hier hin? Das passt. So, das haben wir. Die können nichts werfen. Ärgerlich. Egal. Bitte mal da hinschießen. Edel. Zurück. Und ihr geht da rein. Ich soll hier hingucken. Oh, den geht's wieder gut. Sehr schön. Rein da, Jungs. Okay. Nee, die nehmen wir nicht. Erobern sie. Muss ich die nehmen? Wirklich? Ja, komm, dann nehmen wir irgendeinen schwachen Truppen und setzen die da rein. Das ist mir eigentlich auch egal. Weißt du was? Komm, hier, Hauptmann, rein da. Ganz ehrlich, hab geschissen. So, gönn dir das. Wenn du es wieder verlierst, ist auch nicht so schlimm. Killed in Action, perfekt. Hat gut funktioniert. So, erstmal ein bisschen unter Druck setzen, die Leute. Das hätte ich mir eigentlich denken können. Ich hätte die Fässer gesehen und dachte mir so, ach, bis jetzt ist nichts passiert. Da passiert schon nichts. Und dann hat's Bumm gemacht. Naja, dumm gelaufen. Ja, overrun würde ich jetzt nicht so sagen. Ist eher am Fliehen. Aber müsst ihr wissen. So, haben wir. Howitzer's ours. Time for a little payback. Mhm. What? Wir nehmen einfach mal alle, kommen einfach alle in den Trupp rein, scheißegal. Und mit allen zusammen machen wir jetzt, ist einfach cool, ne? Cool. Einfach cool und rein da. Ist eigentlich egal, ist die erste Mission ist, einfach stürmen. Das sollte eigentlich ganz gut funktionieren. Ansonsten können wir einfach Schützen ohne Ende ausbilden, weil es eigentlich eh egal ist. Wir setzen die einfach rein. Alright, man, stand by. Ready to deploy. Ready to deploy. Ja, passt. So, fahr direkt hoch, komm, direkt hoch. So, du machst das mal. Oh shit! Kannst du durchfahren? Nicht schießen lassen, nicht schießen lassen, nicht schießen lassen. Hui. Ja, wenn hier irgendjemand stirbt, ist das eigentlich nicht so wichtig. Sehr schön. Das hinüber.
Einen da. Mehr Rifleman. Bumm. Auf geht's. Habe ich viele Truppen irgendwie verloren, weil irgendwie kommt da keiner nach. Ich hab irgendwo Truppen verloren, die ich nicht verlieren wollte, aber ist doch egal. Passiert. Das ist schon okay. Kannst du mal kurz einen Nate da hinten hinwerfen oder so? Da gab es so einen Dreier-Trupp ab, der hat hier nichts zu suchen. Looks like the Germans object to us shooting at them. They're bringing in a huge tank division from the east. Zerstören Sie die Brücken nach Salerno. Ja, da kann ich die wahrscheinlich nicht nutzen, ist nur so ein Gefühl. Two bridges, two routes into the city. If we can take them down, the crowds will have a hell of a time getting through. Ja, da gehen wir direkt runter. Auf geht's. Wenn denen geht's zwar nicht ganz so gut, aber den stellen wir trotzdem mal irgendwie hier oben hin. Das ist schon fein. Kommst du mit raus? Ist eigentlich auch egal, wir lassen hier mal keinen irgendwie sich heilen. Wir gehen mit allen einfach rein. We got Panzer Grenadiers incoming. Those guys are trying to breach any buildings holding garrisoned units. So, und ihr geht bitte einfach hier hin. Hit it with all we've got. Hit it with all we've got. Ja, ja, machen wir. So, ansonsten Schiff bitte. Und ein Aufklärungsfahrzeug, auf geht's. So, nicht abschießen lassen. Eieiei, macht viel Damage. Holy shit. Kannst du den nochmal treffen? Hey, was für ein Aim habt ihr eigentlich teilweise? Hit den doch bitte. Hey, ist der dumm? Kannst du den jetzt bitte... Ja, fahr mal bitte darüber. Okay. Und das überleben die einfach, sehr belastend. So, ansonsten damit einmal hinschießen. Ja, weil kannst du jetzt natürlich beide wegfahren. Putz. Nee, R ist rückwärtsgang. Schade. Ja, egal, bumm. Wie gesagt, eigentlich ist es scheißegal, ob ihr irgendjemand stirbt oder nicht. Aber irgendwie habe ich ein bisschen mehr erwartet jetzt, dass er den killen kann. Naja. Dumm gelaufen. Oh, hallo. So, erstmal ganz kurz reinwerfen. Ist egal, lassen wir ruhig sterben. Das passt schon. Weil die zu retten, macht eigentlich eh kaum Sinn, wenn ich ehrlich bin. Da habe ich nämlich nicht so viel von. Ja, brauche ich noch ein bisschen länger. Rifleman Dön. Ja, okay, vielleicht haben wir doch ein bisschen zu aggressiv gespielt. Naja, komm. Nein, nicht RF. F ist der Replenishment hier. Ich weiß. So, ansonsten mehr Rifleman, bitte. Entschuldigung, mach mal ein bisschen ordentlicher. Ist kein Problem. Oh, hallo. Was kommt denn da hochgefahren? Ein Simovente, da 75. Lol. Plonk. Bleib ruhig stehen. Bleib stehen. Jetzt fahr doch nicht weg. Ja, natürlich. Ja, bei Fahrzeugen ist das immer ein bisschen belastender. Oh Gott. Ach du Scheiße. Okay. Motorschaden, Pader. Kannst du bitte treffen? Bin ich ruhig noch ein bisschen nach. Ja, tot. Hast du daneben geschossen? Hä, also. Aiming sind die aber ganz schön dumm geworden, kann das sein? Okay, müssen die wissen. Vielleicht müssen wir doch ein bisschen vorsichtiger spielen. Ich geb's ja zu. Scheiße.
Also erstmal die Leute hier replenischen. Dann sollten wir eigentlich versuchen, vielleicht doch ein bisschen hier taktischer vorzugehen. Ich war doch ein bisschen zu aggressiv. Excuse me. Ansonsten kannst du einfach schon mal auf die Brücke draufschießen, weil die ist ja eh schon zerstört. Und du auch. Dann ist die eh im Arsch. Weil wir müssen ja nicht pushen. Wir können auch einfach sagen, jo, passt so. Mach ich schon. Sehr gut. Uts. Salerno's secure. Okay, also ich muss zugeben, die Angriffe waren doch jetzt nicht gerade ohne die geschickt haben. Man merkt schon einen Unterschied. Na egal, ich glaube, Experte wird nicht mehr der Schwierigkeitsgrad. Krauts won't be getting back in here anytime soon. Ja, doch, eigentlich schon. Die kommen schon relativ früh wieder hier rein, ehrlich gesagt. Okay, müssen wir jetzt immer gucken, dass wir alles ordentlich und ein bisschen vorsichtig spielen. Aber das kriegen wir hin, kriegen wir hin. MVP-Effizienz. Ja, hier, die Werte sind immer noch komplett komisch. Ziele. Bilden Sie eine Starkabwehr vom Meer bis zu den Brücken? Ja, komm. So auf Zusatzdinge oder so, ich werde versuchen, die zu erreichen, wenn es geht. Aber ansonsten, was da jetzt genau für Sachen hinterstehen und Highscores und was weiß ich nicht, das ignorieren wir einfach. Weil mir geht es ja um die Runden selber und nicht um irgendwelche Achievements-Jagd. Bei dem Spiel zumindest nicht. Bei Age of Empires 2 wiederum, da würde ich auch jedes einzelne Achievement holen. Da habe ich auch eine eigene Serie zu. Schön. Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, ne? Ciao.